Geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren Abgeordneten, verehrte Bürger dieses Landes, das politische Klima ist kälter geworden, der politische Kampf um Themen und um Wählerstimmen härter, vor allem aber für die Altparteien. Denn mit dem Aufkommen neuer erfolgreicher Parteien und insbesondere der AfD schwindet die Macht und der Einfluss bisher politisch etablierter. Dass man in solchen Situationen natürlicherweise härtere Bandagen anlegt, ist nur verständlich. Dass sich die Neuen aber nicht kampflos geschlagen geben, sondern ebenfalls nach effektiven Kampfmitteln suchen, ebenso. Kampfmitteln, ja. Mitteln im politischen Kampf, das kann man so nennen. Beide Seiten rufen bei wirksamen Treffern nach Fairness und Sachlichkeit im politischen Umgang. Dabei sollte eine sachliche und thematische Auseinandersetzung eigentlich Selbstverständlichkeit und Grundlage des politischen Wettstreites sein. Und wir haben es von meinen Vorrednern gehört, da sind wir uns offensichtlich einig. Problematisch wird es allerdings, wenn diejenigen, die an der Macht der Altetablierten rütteln, vornweg, und zwar bereits kurz nach ihrer Gründung, pauschal und ohne jegliche thematische Auseinandersetzung in eine Ecke gestellt werden, die der allgemeingültige Konsens bisher als schmuddelig empfand. Wird allerdings das Schmuddel-Image an sich von immer mehr Menschen in Frage gestellt, die sehen, dass in dieser Ecke eben gesellschaftliche Prinzipien und Ansichten herrschen und vertreten werden, die lang verloren geglaubt waren, dann holt man die Nazi-Keule raus. Damit, liebe politische Konkurrenten der CDU, SPD und Linke, damit fing alles an. Nun, die Nazi-Keule ist abgenutzt und verschlissen, nachdem sich immer mehr Menschen in Deutschland wieder gegen ausufernden neoliberalen und unsozialen Globalismus hin zu mehr Nationalstaatlichkeit, Eigenverantwortung, Souveränität und Subsidiarität bekennen. Mutige Menschen, die trotz anhaltender Diffamierungen aufrecht gehen und eben keine Angst mehr haben. Unserer AfD wird vorgeworfen, nicht die Spielregeln des politischen Wettstreites zu beachten und mit Populismus und Begriffen unterhalb der gesellschaftlichen Gürtellinie zu agieren. Und ja, zunächst erscheint mir unsere Art des politischen Auftretens und Agierens sehr erfolgreich. Wir unterscheiden uns eben dadurch von den Altparteien, dass wir Dinge konkret beim Namen nennen und manchmal eben auch mit spitzer Zunge und zugegebenermaßen manchmal auch recht laut und unkonventionell. Aber wir wollen keinen herumeiernden Politikersprech, den das Volk nicht versteht. Wir wollen mit der Stimme des Volkes sprechen. Und dieses ist eben so manches Mal gewöhnlicher als das abgehobene und aussagelose Lamentieren von so manchem Spitzenpolitiker. Und wenn es auch bei den Politikern meiner Parteien, Herr Krüger, mal den einen oder anderen Ausreißer gibt, so sollte man sich bei durchaus auch berechtigter und lauter Kritik aber auch mal an die eigene Nase fassen. Denn wer im Glashaus sitzt, der sollte eben nicht mit Steinen schmeißen. Und Herr Holm hat vorhin darauf hingewiesen, so mancher Zwischenruf von erfahrenen Abgeordneten in diesem Hohen Hause entspricht dem Niveau einer Grundschulklasse und eben nicht dem eines Landtagsplenums. Mein Kollege Holm sagte schon, wir waren darüber zu Anfang sehr verwundert, aber ich glaube, wir müssen es wohl lernen, dass es wohl zum politischen Geschäft gehört, den Redner aus dem Konzept zu bringen, sei es eben auch noch mit so gewöhnlichen oder dümmlichen Kommentaren, wie wir sie in der Vergangenheit mehrfach gehört haben. Denn wenn selbst gewählte Landtagsabgeordnete meiner Fraktion aus den Reihen der Regierungsfraktion hier in diesem Plenum als Vollpfosten betitelt werden, so muss man sich über die politische Verhärtung nicht wundern. Polarisierung, harte Werturteile und eine spitze Wortwahl sind in der politischen Auseinandersetzung unverzichtbar. Denn damit wird die parteipolitische Abgrenzung deutlich. Aber, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, Diffamierungen, Stigmatisierungen und Beleidigungen des politischen Gegners haben auf der politischen Bühne nichts zu suchen. Aber
Das gilt eben nicht nur für meine Partei, sondern das gilt auch für jeden anderen hier im Plenum. Und schließlich, wer Sachlichkeit und fairen fachpolitischen Wettbewerb fordert, der sollte bei seinen Entscheidungsfindungen im politischen Gestaltungsprozess, und Herr Holter hat es mit Recht angesprochen, sollte diese Entscheidungsfindungen eben nicht davon abhängig machen, ob eine politische gute Idee aus den eigenen Reihen oder eben aus den Reihen einer anderen Partei kommt. Denn dann geht es eben um die Sache. Und einer Sache sind wir alle verpflichtet, im Wohle unseres deutschen Volkes. Sehr geehrter Herr Kollege Kuckert, wir nehmen Ihr Angebot zur fairen und sachlichen Auseinandersetzung gerne an, wenn Sie uns als gleichberechtigte politische Konkurrenten wahrnehmen. Vielen Dank.